Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit was ganz Kleinem. Ein Adapter, ein Bluetooth-Adapter, ein Audio-Transmitter für die Nintendo Switch. Nintendo Switch ist eine Konsole, die sieht so aus und die mögen wir gerne. Aber oft hat man das Problem, dass man gerne den Sound genießen möchte. Die Switch selber hat kein Bluetooth und deshalb packen wir dort so einen Adapter dran, der dann die Switch im Audiobereich Bluetooth-fähig macht. Das heißt also, wir können dann ohne Kabelverbindung solche Headsets betreiben. Das müssen jetzt nicht hier In-Ear-Dinger sein, da geht jedes andere Bluetooth-Audio-Gerät natürlich auch. So, das Ding ist von Gulli Kit Root Air Bluetooth Adapter, Audio Transmitter für Nintendo Switch, Switch Lite und sogar für PlayStation 4 und PC. Das heißt also, das können wir, wenn ihr USB-C-Verbindung am PC habt, dort auch benutzen. Habe ich aber nicht. Oder? Ich glaube, der neue Computer hat das, glaube ich, schon. Aber ist egal. USB-C Bluetooth Dongle mit aptX Low Latency kompatibel mit Bluetooth Kopfhörern, AirPods und allen möglichen Dingern halt, die Bluetooth unterstützen. Das Ding ist super kompakt und das ist ja auch das Tolle daran, weil wer möchte denn so ein halbes Kilo an seiner Switch haben? Oder an der PlayStation 4? Ja gut, an der PlayStation 4 wäre das jetzt nicht so schlimm, weil die ist ja dann vorne, oder? Oder macht man das dann an den Controller fest? Ich glaube, dann macht man einen Controller fest. Also, das Ding ist sehr leicht. Merke ich schon an der Verpackung. Real-Time Audio Sync with aptX Low Latency. Das heißt also, wir haben eine schnelle Übertragungstechnik. USB-C-Typ-Port. USB 2 und USB 1.1 wird unterstützt. CSR Bluetooth Transmitter, High Quality Audio Transmitter. Okay, Advanced Audio Distribution Profile, A2DP, Switch Plug and Play. PlayStation 4 Plug and Play. Sehr schön. Das heißt also, wir wollen es so reinstecken und dann wird es funktionieren. Natürlich müssen wir unsere Bluetooth-Kopfhörer dann auch noch pairen. So, aber erstmal gucken wir uns an, wie das Ding aussieht. So. Ui. Oh. Seht ihr Bluetooth? Plug the air holder in the pairing buttons, 4 seconds pairing the note blinking with the end pairing in the if so it's okay. Alles klar, wir haben hier ein Kästchen. Dieses Kästchen beinhaltet das, was wir haben wollten. Und zwar haben wir hier, oh, ich sehe gerade, hier gibt es sogar einen Adapter. Cool, das hatte ich gar nicht gelesen beim Kaufen. Egal, weil ich hatte den Fokus auf die Switch gesetzt. Aber das heißt also, wir können das Teil dann ja auch ganz normal am Bluetooth, der Bluetooth an USB, also sprich an normalen PCs anwenden. Oder an anderen USB-Geräten auch. Okay, verstehe. Dann werden wir uns jetzt mal weiter vorwagen und das Gerät selber entfernen. Cool, guckt mal. Guckt euch das an. Das ist wirklich super flach. Da, das ist ja nichts. Sehr schön. Das wollte ich. 5 mm ist es groß. Da seht ihr den USB-C Plug. Auf der anderen Seite sehen wir A und B. Das heißt also, wir können sogar zwei Kopfhörer pairen. Und hier unten stehen die einzelnen Standards, die dort dann unterstützt werden, beziehungsweise angebabbelt werden. Wir haben hier überall LED-Technik, das heißt also, wir werden auch angezeigt bekommen, was gerade am Abgehen ist. So, was ist das hier unten? Das ist scheinbar nur irgendwas. Das ist wohl zum Aufbewahren, oder? Ich sehe jetzt hier keine Funktion. Nö, ne? Gut. Das wird das Dock sein, wo du das dann reinstecken kannst, damit der Knopf unten nicht abfabbelt. So, dann lass uns das mal ausprobieren. Ne? Hier kann man dann drauf drücken. Ergo, jetzt holen wir die Switch. Stecken das Ding mal ein, unten rein. Wenn ihr die Switch habt, nach oben schauen. Und dann können wir hier unten
sehen wir die USB-C-Steckbuchse und dort können wir jetzt das Gerät einstecken. So, Plug and Play. Eingesteckt haben wir es. Drinne ist es. Und jetzt seht ihr auch schon, die LEDs gehen an. Und es ist dort, der A-Freund ist am Blinken. So, das heißt, jetzt holen wir uns hier das Headset oder das Kopfhörerset. Ich drücke und halte B. Jetzt sind wir in B und beide sind am Pairen. So, zack, zack, zack. Jetzt sind wir verbunden. Cool. Die LED auf der rechten Seite leuchtet jetzt und die an meinem Bluetooth-Kopfhörer auch. Jetzt werde ich das mal in mein Ohr packen. Yep, ich höre schon die Musik. Cool. Man hört die Musik jetzt also über das Bluetooth-Gerät in Stereo. Da kommt es natürlich darauf an, was jetzt, wie heißt es, was für eine Qualität euer Bluetooth-Gerät hat. Ne? Und dann könnt ihr dann mobil richtig cool damit abgehen. Ey. So, also ganz easy. Nochmal, ihr setzt zuerst, hier sieht man jetzt sogar, dieses Bluetooth-Kopfhörer-Freundchen arbeitet in dem, was ist das? SBC-Modus, aptX oder LL. Die gibt es zur Auswahl, beziehungsweise diese Standards sind dann dafür da, dass sie benutzt werden können. Und es war wirklich ohne Probleme. So, wirklich cool. Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert, ein Bluetooth-Kopfhörer an die Switch zu bekommen. Und die Übertragung war direkt, kein Problem. Man hat einfach, man musste nur das Gerät, sprich das Bluetooth-Kopfhörerchen, in den Pairingsmodus kriegen. Dann musste man das Teil einstecken. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig einstecken verstanden habe. Und wenn es dann drin ist, wird es mit Strom versorgt über die USB-C-Schnittstelle. Und danach wird es in den Pairings-Modus gehen. Wenn die beiden sich dann gefunden haben, leuchtet die LED, wo ihr gepairt habt, und zeigt den Standard an. Und ihr habt direkt Musik, welche von der Switch ins Beispiel kommt, direkt auf eurem Bluetooth-Connector oder Bluetooth-Kopfhörer. Cooles Ding, sehr flach, sehr leicht und ohne große Probleme. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.